Jetzt hast du es schon so weit geschafft und bist noch nicht von einem Ogre aufgespießt worden. Bis jetzt. Vielleicht kannst du uns befreien. Me and the others are keeping tabs on their patrols. I know their schedules and their weaknesses. Ich und die anderen, wir haben genau darauf geachtet, was die Wachen machen. Ich kenne ihre Wachpläne und ihre Schwächen. We can handle ourselves if you can get us out of this cell. Wir können auf uns selbst aufpassen. Du musst uns nur aus dieser Zelle herausholen. Ja, ihr braucht Waffen, wenn ihr hier nur eine einzige Überlebenschance haben wollt. Wenn ihr kämpft und hier umkommt, wäre es völlig vergebens. Ihr müsst euch wieder eurem Stamm anschließen, um ihn vor den Sklavenhändlern zu schützen. Nehmen wir mal die 1. Weapons. The slavers have plenty, ripe for the taking. We will swiftly kill the closest guards and arm ourselves. Waffen, die Sklavenhändler haben genug davon. Wir müssen sie uns nur nehmen. Wir töten rasch die Wachen ganz in der Nähe und bewaffnen uns. I will personally take the Taskmaster's anchor and use it to rip out his entrails. Ich werde dem Zuchtmaster seinen Anker persönlich abnehmen, damit die Gedärme aufreißen. And witness the Wahaki's best warriors in action. Öffne die Zelle und dann kannst du die besten Krieger der Wahaki in voller Aktion erleben. Weißt du, wer den Schlüssel hat? The big dumb one, the Taskmaster. Der große Dämliche, der Zuchtmeister. He stomps around near the stairs that will take us to the fort's upper floor. Er stampft in der Nähe der Treppe rum, die uns zu den oberen Stockwerken des Forts führen wird. Ja. Grausame Ladung und Krummsporn-Leerräumen hat neue Sachen. Eine Gruppe von Haki-Sklaven willigt der ein für Ablenkung zu sorgen, wenn ich sie aus ihren Zellen befreie. Der Ogre-Zuchtmeister, da ist wieder ein Schreibfehler, im Kerker von Krummsporn ist im Besitz der Schlüssel. Und grausame Ladung. Ich bin auf ein paar Wahaki-Sklaven gestoßen, die im Krummsporns Kerker eingesperrt sind. Sie können sich doch als nützlich erweisen, wenn ich sie irgendwie befreien kann. Ja, das ist immer gut. Das ist ja eigentlich auch das, was ich gedacht habe. Ich könnte auch einfach das Tor knacken, aber... Nö. Das sind also Wahaki-Zellen. Hier ist wieder natürliche Höhle. Jedenfalls ein bisschen davon. Das Wasser fließt sauber und rein. Vor dir habe ich keine Angst, Halsabschneider. Du bist wahrscheinlich der Halsabschneider, der hier rumpatrouilliert. Okay, der Ogre geht jetzt die Richtung. I'll try my best. It's no trouble. Oh oh. Okay. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir sind wieder mal überlevelt. Mein Ruf bei den Sklavenhändlern hat sich verschlechtert. Die sind klein, oder? Ja. Auch wenn Sklaverei im Todesfeuer-Archipel verboten ist, ist die Region so ausgedehnt, um entsprechend kontrolliert zu werden. Sklavenhändler treiben ihre Geschäfte am Rand der umkämpften Gewässer und nutzen es schnell aus, wenn ein Uana-Stamm isoliert ist oder ein fremdes Schiff in Schwierigkeiten gerät. Mhm. Die können wir gerne über den Jordan schicken. Wann auch immer ich zwielichtig geworden bin, stimmt, da war irgendwas. Water. Can't hide from me. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite von hier.
Au! Der wirft Feuer! Jetzt hat er es endlich mal begriffen und kommt näher. Jetzt ist nur der Zuchtmeister übrig. Ja. Und einen Stufenaufstieg hat irgendwer gemacht. Oh! Du kommst auch mal. Sagen wir es so, wenn wir die Sklavenhändler hier eh auslöschen. So, großer Eisenschlüssel. Was war das andere, was wir gerade aufgesammelt haben? Schlüssel zum Festung, Schlüssel zum Kerker von Todeslicht. Das kann es beides nicht gewesen sein. Da, das da. Kranichschlüssel. Die Sklavenhändler von Schrumpfsporn nutzen diesen Schlüssel, dessen Griff einem Kranich edelt, der seine Flügel wie ein Symbol von Advaia aus, beide für ihre eigenen Zwecke. Hm. Gut, was habt ihr hier so? Aus einem bösen Morgenstern? Recht nette Sachen. Außerdem will ich ja Kriegsbogen, den nehme ich auch gerne. Ganz ehrlich. Sofort Krummsporn. Wir räumen den Keller jetzt einfach mal leer. Da haben auch die Sklaven hier bessere Chancen. Ich glaube, ich habe hier den Keller jetzt schon größtenteils leer geräumt. So. Ja, ihr seid auch Sklaven. Dann lasse ich euch auch mal erstmal raus. We're not supposed to talk with anyone. Who are you? An escaped slave? I don't want to get in trouble. Psst, wir dürfen mit niemandem reden. Wer bist du, ein entflohener Sklave? Ich will keine Schwierigkeiten. Lauf los, im Lagerraum befindet sich ein Hohlraum. Das ist eine Verbindung zum Strand. Sure? What if it dead ends or there's spiders or we have to swim for it? I'm not a good swimmer. Bist du sicher? Was ist, wenn der Fluchtweg in eine Sackgasse endet oder es dort Spinnen gibt oder wir am Ende schwimmen müssen, um freizukommen? Ich bin nicht gut im Schwimmen. Am Strand ist eine Matrosin. Sie wartet auf dich. Ihr Name ist Seervoll und sie wird dich in Sicherheit bringen. Ich kann nur hoffen, dass du mich nicht belügst. Ich danke dir, gütiger Fremder. Mit einem sichtbaren Schlucken bedeutet der befreite Sklave, den anderen zu folgen. Gut. Das hat uns schon mal einen klugen Vorschlag weitergebracht. Ja. Ich habe mich um die Sklaventreiber auf Krummsporn gekümmert, so wie ihr dieses Wort. Es ist Zeit, sie in Fort Rüstig zu treffen, um ihr die Neuigkeiten zu überbringen. Ja, das war das erste Wichtige. Ja, der Strohhaufen stinkt nach Urin. Und hier haben wir... Wow, eine ganze Goldsuhl. Und eine Knarre. Gut, die Sklaventreiber werden mich nachher eh nicht mehr mögen, wenn ich ihren Hauptmann abmurkse. Also ihren Anführer.
Aber die Sklaventreiberschiffe, die so unterwegs sind, wenn sie mich angreifen, werden sie versenkt. Oder geentert. Oder beides. Oh, ich habe ein Level-Up übrigens. Bluff und Athletik erhöhen. Na komm, Zwillingspfeile. Klingt immer gut. Ready to skin some slavers? I know I'm ready for revenge. Bist du bereit, ein paar Sklaven hinter die Haut abzuziehen? Ich weiß jedenfalls, ich bin bereit zur Rache. Sie kreist ihren Kopf, um ihren Hals zu lockern. Sorgen wir dafür, dass sie leiden müssen. Nur Narren sind nicht in der Lage zu sehen, wann ein Kampf angebracht ist und wann sie sich besser zurückziehen. Vergiss den Kampf, ihr müsst fliehen. Du kannst beruhigt fliehen. Ich werde die Sklavenhändler schon umbringen und ich kann dir persönlich für die Sicherheit deines Stammes garantieren. Nehmen wir das. If we don't slaughter every last slaver, my tribe will never be safe. Your offer is noble, but I can't entrust this task to another. Mein Stamm wird niemals sicher sein, wenn wir die Sklavenhändler nicht bis auf den letzten Mann umbringen. Dein Angebot ist edel, aber diese Aufgabe kann ich niemand anderem anvertrauen. Gut, sorgen wir dafür, dass sie leiden. Plötzlich zeigt ihr gesamter Körper Alarmbereitschaft. Ihre Muskeln sind angespannt wie Bogensehen. Sie signalisiert den anderen Wahaki näher zu kommen. Me and mine will make our way to the courtyard, gutting any slavers we find. The chaos should help you reach the master. Das ist auch der Plan gewesen. Ich und die meinen, wir werden uns einen Weg zum Hof suchen und allen Sklavenhändlern die Gedärme herausreißen, die wir finden können. In dem Chaos sollte es dir leicht gelingen, zum Meister vorzudringen. Let's say, are you ready? Was meinst du, bist du bereit? Wir schlagen hart zu und wir schlagen jetzt zu. Als Signal an den Rest der Wahaki hebt sie die Faust, dann deutet sie mit zwei Fingern nach vorn. Schweigend verschwinden die Krieger in den Schatten. Ich traue denen schon mal zu, dass sie irgendwie im Hof für Chaos sorgen können. Grausame Ladung und Krummsporn, die erräumen, ist geändert worden. Die Wahaki haben ihr Wort gehalten und eine Revolte auf Krummsporn angezettelt. Der Weg zum Meister sollte jetzt frei sein. Und Krummsporn leerräumen. Ja, die Wahaki haben ihr Wort gehalten und eine Revolte im Krummsporn angezettelt. Der Weg zum Meister sollte jetzt frei sein. Ja, die sind raus in den Hof. Das ist hier. Das habe ich übrigens noch nicht ganz aufgedeckt. Die Sklaven sind geflüchtet. Lass die Hörner tönen. Niemand verlässt und kontrolliert das Vor. Quest gescheitert, Speerspitze. Ja, das hatte ich eigentlich auch erwartet. Wo ist sie denn jetzt? Normal, Schauplatz. Ach so, okay. Das war doch eine Quest, oder war sie hier irgendwo Wucher? Oder wird sie einfach so ausgeblendet? Jagdsaison, Nemnok, nö. Speerspitze sehe ich nicht mehr. Nee. Tja, dann hassen mich halt die Sklavenhändler. Kann ich auch nichts machen. Ich muss ja nicht mit allen Völkern gut, also mit allen Parteien gut befreundet sein, vor allem nicht mit allen kleinen Parteien. Ich meine, hey, das ist Pillars of Eternity, das ist ein freies Taktikrollenspiel, also ein Taktikrollenspiel mit freier Entscheidung. Man kann es nicht allen recht machen hier in dem Spiel.